Hallo und zurück aus dem Tempel. In welchem Tempel? Ah, klar. In welchem Tempel, frage ich. Ja, wir probieren einfach mal aus. Ist ja im Grunde, ne? Ich habe es schon mit Terra gehabt. Im Grunde egal. Wir spenden mal ein bisschen für unseren allerwertesten Zar. Und wenn irgendwie mal was ist, dann vielleicht. Kann ja mal sein, dass es einen von uns in die Tiefen des Todes reißt. Vielleicht kann ja Zar helfen. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl. Oder was im Boron-Tempel? Was im Boron-Tempel? Bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen überfordert. Ob es nicht vielleicht doch im Boron-Tempel war? Wir besuchen tatsächlich nochmal die Taverne, wenn wir schon mal hier sind. Wieso ist eigentlich noch unser Grom vorne dran? Ich würde vergessen. Ja, das wird mir öfter noch passieren. Schön. Hat eigentlich unser Freund schon gesungen? Bestimmt, ne? Okay. Dann gehen wir... Jo, und dann mieten wir uns mal ein Zimmerchen, ne? Müssen wir eigentlich essen und trinken? Moment. Oder essen wir eher morgen? Nee, du bleibst mal hier. Und du gehst jetzt endlich mal nach vorne. Ja, wir müssen tatsächlich essen und trinken. Das machen wir sogar, wir werden diesmal am Abend essen und trinken. So ist es drum, ne? Ein Abendmahl. Obwohl, es gibt meist schlechte Träume. Gebe ich offen und ehrlich zu. Haben wir eigentlich hier schon mal gegessen? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Ah, nee, das war die gute Hausmannskost. Ja. Aber wir wollten mal in eine andere Herberge, ne? Ob es irgendwo besseres Essen gibt. Gibt es hier irgendwo mal so richtig feine Speisen? Hätten sie auch mit reinbringen können, oder? So richtig schöne, feine Speisen. Seid ihr wieder alle betrunken oder können wir was probieren hier? Ja, nee, alles gut. Tatsächlich. Ja, Tonnis haben wir immer noch nicht. Aber du kannst mal... Ah, nee, wir müssen erst ein Zimmer mieten. Entschuldigung. Wir nehmen wieder ein gutes, ne? Nee, wir nehmen diesmal tatsächlich kein gutes. Ja, im Grunde ist egal. Aber... Ob die im guten... Also, eigentlich brauchen wir keins. Nee, wir nehmen ein Einzelzimmer. Ja, wahrscheinlich würde dann die Astralenergie vielleicht um 2 Punkte höher gehen. Aber lassen wir es mal drauf ankommen, ne? So, meine Freunde, bei dir hat es jetzt die ganze Zeit nicht geklappt, ne, Morgana? Probieren es nochmal. Okay, diesmal hat... Ja gut, du warst betrunken. Das muss man natürlich zugestehen. Du warst betrunken. Haben wir eigentlich noch alle? Ja, wir müssen morgen noch auf Einkaufstour oder Verkaufstour gehen. Moment. Du wirst eine gute alte Tanele einwerfen. Ja, ein Wirselkraut, richtig. Aber wisst ihr, was ich noch mache? Warte mal, wir haben ihr... Wisst ihr, was wir machen? Weil, um ehrlich zu sein, die brauchen keine Dolche hier. Meines Erachtens brauchen die einfach keine Dolche. Sag ich. Die brauchen keine Dolche. Ja, ein Wirselkraut ist richtig. Zur Not, ich gebe es ihm aber nicht in die Hand, aber ich gebe es ihm so unten rein. So zur Not, wisst ihr? Weil, der hat schon Terra recht, ich kann mich auch noch halbwegs erinnern. Ich weiß aber immer nicht,
wie das ist, muss man dann Gegenstand wechseln? Die Waffe kann man ja nicht wechseln. Muss man dann, wenn man wieder zurückwechselt auf Schild, muss man dann wieder einen Gegenstand wechseln? Keine Ahnung. So. Obwohl, ob Grom einbraucht, dann eher Serra, oder? Ja, gehen wir noch Serra ein. Serra kriegt immer schnell eine auf die Mütze. Habe ich festgestellt. Gut. Na, dir können wir es eigentlich sogar gleich hier reingeben. Ist in Ordnung. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Ein Bären, eine? Drei? Hier haben wir noch einen ganzen Schwung. Hier haben wir auch noch einen. Okay. Ist in Ordnung. Jo, dann würde ich sagen, ne? Sieht gut aus. Oh, sieht. Ja, gut. Ja, gut, ne? Sieht schon gut aus. Ah, das war ein bisschen wenig, Astralenergie Garantula. Das war echt ein bisschen wenig, meine Freundin. Wir gehen erstmal wieder zu Krollo, unserem Händler des Vertrauens. Wir könnten natürlich auch raufgehen zu dem anderen. Könnten wir. Wollen wir mal? Komm, wir gehen mal rauf. Warte mal, wo war der genau? Ich glaube, da oben war der. Ich meine, Krollo ist natürlich. Bei dem haben wir schon mal 20%. Ob das natürlich jetzt er hier auch macht? Liskol, vielleicht ist der große Meister, der uns übers Ohr hauen will. Wenn übers Ohr hauen, dann bitte wir. Andere. So, was da, wir müssen aufpassen hier. Wir haben ein Rapier und wir wollten eins auf alle Fälle in Reserve haben. Und du hast. Das ist in Ordnung. Die zwei behältst du. Und du? Aha. Aber wir hatten doch noch irgendwo eine Orgnase rumhängen. Wir hatten irgendwo noch eine Orgnase. War die Serra? Serra hat die. Ja, dann verkaufen wir den ganzen Schnatteradatsch. So, das wird verkauft. Hast du noch was, Serra? Ach ja, genau. Oh, 5 Dukaten? Das war gar nicht so wenig, ne? Okay. Orgnase, die behalten wir. Die zwei kommen weg. Endemesse kommt weg. Für was braucht man eigentlich den Schlüssel? Für was hat man denn den? Wisst ihr es noch? Ich nicht. Okay. Ja. Du, sag mal, kannst du nicht auch ein Rapier nehmen? Das schauen wir gleich mal. Ich möchte jetzt nicht nochmal raus. Eigentlich müsste ich's. Aber das schauen wir nochmal, ob du nicht eher für Stichwaffen geeignet bist. So, wir haben gesagt, wir lassen das jetzt mal sein mit den Dolchen. Ja, ne Messer. Beim Messer bin ich mir echt nicht sicher, ob die das brauchen. Aber die haben doch eher ein Besteck. Ich glaube, die brauchen kein Messer für irgendwas. Man weiß es nicht, ne? Ob sie irgendwas durchschneiden müssen. Aber da haben sie auch ihre Schwerter, oder? Das ist die Frage manchmal. Manchmal weiß man es halt nicht, ne? Warum sie so ein Messerchen bräuchten. Es ist halt. Es ist halt blöd am Ende, weißt du? Ja, ich lasse halt nochmal drin. Vielleicht könnt ihr mir nochmal was sagen, ob wir ein Messerchen brauchen. Ich glaube eher nicht. So, wie viel haben wir denn? 20 Dukaten? Ist eher für 20% ein bisschen wenig sogar. Vielleicht sogar nur 15 falsch mit der Mal.
Obwohl, nee, wir nehmen 20. Nee, nee, Sarah nimmt 20. Nimm 20. Wir schauen mal, was Liskov der Weise uns sagt bei 20. Der sagt, nehmt 4 Dukaten mehr. Dann ist ja alles gut. So, ich wollte mal schauen. Pass auf, mein Freund. Ach, wir brauchen noch Pfeile. Das sage ich jetzt und dann habe ich es wieder vergessen übrigens. Nee, doch. Stichwaffen. Oh ja, Stichwaffen. Dann ist es ein Rapier eher, ne? Weil der Säbel ist ja eher eine Hiebwaffe. Oh, da bin ich mir aber echt nicht sicher. Ich bin der Meinung, dein Säbel ist Quatsch mit Soße. Hiebwaffe. Du brauchst eher... Du brauchst eher sowas hier. Ich meine, wenn du überhaupt was nimmst. Okay, wenn wir also wieder mal wenn wir das nächste Mal verkaufen, verkaufen wir den Säbel und behalten ein Rapier, ne? So machen wir das. Ist in Ordnung. Ja. Gut, dann könnten wir noch... Was können wir noch verkaufen? Oh, der ist schon so gut beladen. Das hier könnte man noch verkaufen. Aha. Ja, ist in Ordnung. Ja, bei dir könnten wir das Messerchen noch verkaufen. Bei dir sowieso klar. Was, ist das ein Heiltrank? Wieso hast du eigentlich einen Heiltrank? Wäre eher gut, Sarah den Heiltrank zu geben. Weil die ist immer ein bisschen schwach auf der Brust. Du hast auch einen Heiltrank schon. Nee, gib mal Sarah den Heiltrank. Wenn sie nicht gleich zusammenbricht. Alles gut. Alles gut. Und du kannst jetzt nicht zufällig. Nee. Auf keinen Fall. Ja, ist klar. Verstehe ich. Mein Freund. Warte mal, ich hab's vergessen hier. Na. Oh, manchmal, ne? So, dann kaufen wir hier mal 11. Was hast denn du so noch? Da falsch mal nicht groß rum. Ja, ich weiß, ne, wir werden dir, normalerweise könnten wir dir schon, schaut mal hin, mit 230 Dukaten, könnte man tatsächlich dir schon was Gutes tun? Ich weiß gar nicht, für was man überhaupt noch Dukaten großartig braucht. Hier müssen wir recht bedenken. So, wir falschen da nicht groß rum. Du hast uns schon genug Gutes getan. Vier Dukaten hast du uns gut geschrieben. Finde ich gut. Oh, ich habe... Entweder habe ich wieder jetzt oder er kann wieder nichts laden mehr. Ja, wieder 7. Okay. Ist in Ordnung. Dann bewahr die mal auf. So, dann gehen wir wieder, dann gehen wir wieder rein, ne? Nee, halt. Nach Osten wollen wir nicht. Wollen nach Westen. Nein. Nein. Wir wollen zurück
zu Meister Dramosch und ihm in seiner Zwingfeste zur Seite stehen. Scheint's Probleme zu haben, Meister Dramosch. Ihr habt gesagt, da drin gibt's noch Geheimräume, aber um ehrlich zu sein, ich sag's euch gleich. Ich gehe nicht nochmal die ganzen... Das könnt ihr vergessen, dass ich nochmal die ganzen Wände entlang gehe. Das ist mir zu doof. Das sag ich wirklich ehrlich und wahrhaftig. Das ist nichts für mich. Dass ich dreimal die ganzen Wände entlang gehe. Nie und nimmer. So, wo war nochmal die Türe? Dort unten. Wir hatten einen Plan. Ah, ich habe nicht gespeichert. Ich wollte nochmal in einen... Ach, das ist blöd. Wenn es uns jetzt dann niederwirft, ist natürlich blöd, ne? Ja, wir gehen erst hier rein. Sarah, your turn. Apropos, sollten wir nicht vielleicht Sarah den Schlüssel geben? Vielleicht nimmt sie ihn. Kann das sein, oder? Weiß ja manchmal nie. Vielleicht braucht sie irgendwo einen Schlüssel. Weil das andere ist ja, dass wir reinschlagen. Weißt du? Oh, da kommen Kämpfe, sag ich euch. Wenn es so was ist, können nur Kämpfe kommen, oder? Was sagt ihr? Die geben uns doch nicht einfach Drohnen hier. Bis jetzt schon. Ach, wir müssen knacken, warte. Sehr schön. 50 Pfeile! Ja, die nehmen wir mit. Alle 50, wie sie sind. Pfeile kann man nie genug haben. Eine Armbrust, nee. Wurfmesse brauchen wir auch nicht. Kurzbögen brauchen wir auch nicht. Zum Verkaufen, ne? Bin mir nicht sicher. Lassen wir mal drin. Gehen uns ja nicht verloren, oder? Nee. Lassen wir mal drin. Stärker Heiltrank, nehmen wir mit. Kriegsbeil. Das andere lassen wir alles drin. Schwert? Nee, braucht niemand von uns. Säbel auch nicht. Lassen wir alles drin. Brauchen wir jetzt nicht. Wenn wir es brauchen, können wir mal da rein. Aber Kriegsbeil. Da nehme ich mal eins mit. Muss mal schauen, was das genau ist. Das ist ein Kriegsbeil. Das ist eine Axt. Die nehmen wir als nächstes. Kriegsbeil ist, glaube ich, ganz gut. Das ist keine Wurfwaffe, ne? Hoffe ich. Aber man weiß es nicht. Es könnte eine Wurfwaffe sogar sein. Aber wartet mal. Nee, Äxte. Äxte, alles gut. Ach, das steht immer dort übrigens. Alles klar. Nehmen wir dann... Oder nehmen wir uns das andere Kriegsbeil auch mit? Das nützt ja nichts. Da bin ich jetzt gar nicht so. Dann muss das jemand anders tragen. Wer trägt denn das? Ach, du noch. Oh, du kannst sogar. Dann nimm's. Dann nimm die zwei Kriegsbeile. Und noch die Orgnase. Bist du voll? Okay. Sag ich nichts dagegen. Ist in Ordnung. Das sag ich mal nix. Wir schauen mal, ob es da oben... Na gut. Da oben kommen wir sowieso rein. Durch die Türe, ne?
So. Na gut. Aber Sarah kann nicht. Sarah kann nicht. Sarah ist zu überladen, wie es aussieht. Ne, warte mal, ich gehe mal dahinter. Klappt hervorragend, ne? Ihr merkt's. Sarah scheint echt überladen zu sein. Aber volle Kanne. Was hätten die noch bekommen? Muss mal reinschauen nachher, ne? Ah, zurzeit geht es hier hervorragend. Ah, sehr schön. Mal schauen, was Sarah kann. Manchmal haut es ja gar nicht so schlecht zu. Aber manchmal halt, ne, da geht gar nichts. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Sei es drum. Angriff abgewehrt, nicht schlecht. Schade. Ja, sie treffen halt am Anfang noch wahnsinnig wenig, ne? Ist halt, wie es ist. Ah, schaut hin. Gar nicht so schlecht. Ja, wenn er trifft, dann knallt er rein. Machen wir bei dir nochmal. Schade. Oder willst du dahinter, mein Freund? Kann man auch machen. Kannst dich dahinter stellen. Ne, mach mal du. Geh mal du die Hände, vielleicht. Haben wir volle Kanne rein. Ha. Du machst mal wieder einen normalen Angriff. Sehr schön. Das kann ja nicht mehr. Und natürlich ein Bier. Ganz klar. Was gibt es Besseres als einen kühlen Humpen, köstlich erfrischend. So, was ist denn du jetzt hier? Nee, Sarah braucht man. Wartet mal. Hier ist ja Sarah. Ach so, du hast die ganzen Pfeile. Nee, gib mal die Pfeile eventuell der Magierin. Wie viel waren das? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach, 57 steht dort. Ja, gib's mal ihr. Damit du dich wieder bewegen kannst. Du hast die ganzen Pfeile. Sag doch was. Sag doch einfach was. So, okay. So, dann gehen wir unten in den Gang, ne? In diesen geheimnisvollen Gang, der uns wahrscheinlich verschüttet. Was soll ich davor speichern? Wir haben nicht gespeichert. Ich habe Angst. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe Angst. Wir werden wahrscheinlich verschüttet, weil hier gibt es auch Dinge, die in Sackgassen führen. Das weiß ich noch. Gibt es irgendwelche Gifträume?
Whatever. Hier müssen wir rauf. Oh man. Ist das Speichern? Die drei Abenteuerpunkte, die retten es jetzt auch nicht mehr. Speichere! Warum hört er nicht auf mich? Am Ende wird er sich so ärgern. Ja, ich weiß. Die Tür vor uns ist mit schweren Balken verrammelt. Außerdem sind seltsame Schutzruhen in dem Boden und die Wände gekratzt. Auch die Dämonenfratzen in den Nischen scheinen der Abwehr größeren Übels zu dienen. Wir haben die Räuberhöhle ausgeräuchert und damit unseren Auftrag erfüllt. Dramusch wird zufrieden mit uns sein. Ach, ist das so? Sag mal, war da nicht noch irgendwo... Amen. Da war doch irgendwo noch eine Leiter, die nach unten ging. Oh, ob wir die wieder finden? Aber Dämonenfratze und... Sollten wir da rein? Dämonenfratze? Ich gehe nicht rein. Können wir da überhaupt rein? Ich gehe jetzt nicht rein. Merkt euch mal, ich hab Schiss. Ich habe echt Schiss. Ich habe Schiss. Wir gehen lieber mal... Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein. Mit ein bisschen Glück, dass es dort hinten war. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin mir da so überhaupt nicht mehr sicher. Und dann bekommen wir doch jetzt bestimmt unendlich Gold. Ja. Unendlich Gold. Oh oh. Nach etwa 2 Dutzend Schritt Höhe erreichen wir eine kleine Höhle, die sich zum Meer hin öffnet. Fußspuren auf dem sandigen Boden verraten, dass hier ständig Piraten oder Schmuggler ein- und ausgehen. Da jedoch niemand anwesend ist, verlassen wir die Höhle wieder und klettern die Leiter hinauf. Okay. Ne, wir gehen raus jetzt. Könnt mich steinigen? Können wir auch ein andermal machen. Wir kommen ja wieder nach Torval. Muss ja jetzt nichts sein. Man muss ja nichts übers Bein brechen. Weiß, ihr seid die übers Beinbrecher, aber ich nicht. Ich weiß Gott nicht. Wirklich und wahrhaftig nicht. Übers Beinbrecher. So. Müssen wir eigentlich unten wieder rauskommen, richtig? Nee. Oder habe ich mich verlaufen? Klappt nicht. Nee, Master. Master, ich will meine Belohnung. Ich wusste doch, dass man sich auf euch verlassen kann. Hier sind die versprochenen 50 Dukaten. 50? Da können wir uns ja eventuell irgendwo einen Heiltrank und Zaubertränke ohne Ende kaufen. Ja, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, ich hätte gerne, sagt Morgana, ich hätte gerne einen schönen Gürtel. Was? Ja, das wäre schön. Nee, ich glaube, Gürtel gibt's erst Sternenschweif, oder? Da gibt's, glaube ich, mehr Slots. Bin mir nicht sicher. Ja. Oh, erzählt jetzt erstmal, was ihr da unten erlebt habt. Ja, also, wir sagen ihm, dass wir eine Dämonenfratzentüre gesehen haben. Dramusch bittet uns in die große Halle und lässt mehrere Fässer Bier. Au, das nenne ich doch einen Zwergenmeister, sagt Krom. Zwergenbier, oder? Das ist doch Zwergenbier.
Oh, ja, 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 also eine Begeisterung hier, sage ich euch, wegen ein bisschen Bier. Ah, man. Also lässt mehrere Fässer Bier anbringen und ein ordentliches Essen auffahren. So vergeht der Abend und am Morgen sind wir sowohl ziemlich betrunken als auch sicher einen neuen Freund gefunden zu haben. Finde ich gut. Also so mit Regeneration sieht es natürlich schlecht aus. Ganz klar, ne? Wir können aber, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen schlafen. Noch ein bisschen regenerieren. So. Ja, genau. Genau. Ach komm, eine Runde geht. Eine Runde Falschspiel geht immer. Also wir werden jetzt nicht nach... Nicht schlecht. Obwohl wir haben eigentlich, um ehrlich zu sein, wenn wir was haben... Nee, wieso gehst denn du da? Wenn ich, wisst ihr, wenn ich rein muss, dann komme ich nicht rein. Ich glaube, wir können jetzt richtig schön im Zat-Tempel was spenden. Wir gehen mal tatsächlich nach Osten und schauen mal, ob wir hier vielleicht eine Taverne mitten in der Stadt finden mit gutem Essen. Obwohl, es muss nicht unbedingt sein, dass direkt in der Stadt eine Taverne mit gutem Essen ist. War das eine Herberge, meine ich? Ist das eine Herberge? Ein Zimmer mieten. Müssen wir überhaupt essen? Wir haben doch schon gegessen jetzt, oder? Wir haben gegessen, wir haben... Schaut mal hin. Wir haben vom Feinsten gegessen. Wir haben alles in uns reingeschüttet und haben Hunger. Kann ja wohl gar nicht sein, oder? Wir essen trotzdem was. Rollenspieltechnisch. Also will ich wissen, wie es hier schmeckt. Erlesen! So muss es sein. Wie heißt das Ding? Schwert und Zauberei. Merken wir uns. Direkt in der Stadt. Da gehen wir rein. Da ist das Leben schön. Zimmermieten. Okay. Nehmen wir uns ein Einzelzimmer. Eine Nacht bleiben wir hier. Und hau nochmal 10 durch. Morgana. Oder probierst zumindest. Oder bist du besoffen? Ja, es war klar. Wenn was klar war, dann das. Hau trotzdem eine Tanele rein. Und morgen früh, in aller Früh, das machen wir tatsächlich noch. Wir werden noch eine Einkaufstour heute machen. Und dann machen wir Schluss. Und dann geht es auf große Reise. Nach Feldstein oder sowas, ne? Wir sollten als erstes nach Feldstein. Dort gehen wir hin. Und noch irgendwas zu tun? Nee, ne? Können schon wieder einen Stabzauber drauf. Obwohl, die macht halt wahrscheinlich gar nichts mehr. Wollen wir es trotzdem versuchen? Ach, egal. Kommt. Es sollte immer einen Stabzauber probieren. Wenn es immer ein bisschen Magie hat. Achso. Nee, dann geht gar nichts mehr. Okay. Oh, schön. Oh, schön. Das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Ja. Ja, wir müssen uns... wir müssen uns ja jetzt für die Tour klar machen, ne? Wir haben da unten tatsächlich nicht viel gefunden. Und brauchen wir jemals diesen Schlüssel wieder? Eher nicht, ne? Haben wir damit irgendwas aufgemacht mit dem Schlüssel? Was ist das für ein Schlüssel? Also ich weiß, dass man Schlüssel nur einmal braucht und dann die Türen offen sind. Aber... Mh.
Wir sind natürlich ganz schön voll geladen, ne? Wir haben unseren Wagen ganz schön voll geladen. Das ist blöd. Denn normalerweise brauchen wir ein bisschen Besteck zumindest. Aber wir sind ganz schön... Aber ich mag nichts wegschmeißen. Ich sag's nicht gerne, aber... Ich meine, die kann ein bisschen was nehmen, aber jeder braucht auf alle Fälle ein Besteck. Das ist klar. Ich meine, wir haben es ja noch Sommer, glaube ich. Da kommen wir auch im Sommer, ne? Da kommen wir auch gut durch die, also da braucht man nicht allzu viel. Wir machen jeden einen Schlafsack und einen Besteck. Ja, das müssen wir machen, wenn wir auf Reisen jetzt gehen. Das nützt nichts. Wir müssen mal schauen, was wir dann raushauen müssen. Ist eben, wie es ist. Und wir gehen erstmal wieder rauf zu unserem Freund. Ob der jetzt natürlich jetzt nochmal so ein gutes Angebot macht, ist natürlich die Frage. Aber am Ende haben wir noch Grollo. Liskov, wir haben wieder was für dich. Glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Die hat schon mal nix. Ja, das wollen wir behalten, ne? Ich glaube, wir haben gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, ne? Das müssen wir bei der Händlerin. Nö. Der. Achso, das wollten wir. Ich mach's trotzdem weg. Auch wenn wir im Grunde gar nichts dafür kriegen. Also für bekommen, ne? Ne, wir haben nichts. Wir haben tatsächlich nichts. Das wollten wir behalten. Wir haben nichts bekommen, ne? Von dem Schurken. Was haben wir denn von dem bekommen? Oder haben nichts genommen, glaube ich. Da hätten wir auch die Kurzbögen nehmen können. Aber ja, auf der anderen Seite, schaut mal hin, wir haben 299 Dukaden. Das ist schon ein Wort. Ach, wir wollten noch im Zart-Tempel dann. Na gut, das machen wir zum Schluss. Wenn wir zum Schluss nochmal in den Zart-Tempel gehen. Okay, dann, Sarah. Mach mal, probier mal 5%. Ich mag, um ehrlich zu sein, ich mag Liskov. Ich mag Liskov sehr. Ist ein netter Typ. Ich glaube, hier hinten war auch eine Händlerin. Soweit ich noch weiß, glaube ich, rechts von... Oder links von uns. Ja. So. Und bei dir kann ich, glaube ich, das verkaufen. Mehr nicht. Aber das verkaufe ich. Probier mal 5%. Ich glaube zwar nicht, dass du es mitmachst. Dann verkaufe ich es einfach. Was weiß ich. Ja, es... Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. So. Jetzt machen wir den Einkauf, Oppo, unseres Lebens bei dir. Ne, machen wir doch nicht. Wir brauchen auf alle Fälle ein Seil. Ne, du hast nicht das, was ich will. Du hast einfach nicht das, was ich will. Wo war denn die andere Händlerin? Huch. Nein! Na gut, zwei Silbertaler. Sei es drum. Garantula. Ach, ich denke, irgendjemand hat mir aus meinem Geldbeutel etwas herausgestohlen. Wie viel denn? Ich habe keine Ahnung. 2, 3, 4 Silbertaler? Oh ja. Oh. Sei's drum. Was? Das sagt ein Zwerg. Sei's drum. Könnt ihr vergessen, dass ein Zwerg sagt, sei's drum.
Zwerg niemals. Ich weiß es nicht. Weiß Gott nicht. Wo war die Händlerin hier? War die? Hier war Grollo. Ich weiß. Wir müssen ganz rüber. Ein Kind bleibt vor uns stehen und starrt uns mit Riesenaugen an auf unsere Waffen. Oh, boah, hast du aber ein großes Schwert. Wir haben gar keine Schwerter, wenn es so sein soll. Wir haben doch gar kein Schwert, oder? Haben wir ein Schwert? Ich glaube nicht. Nicht, Grollo! Oh man, ich bin falsch abgebogen. Nee, ich muss noch eins weiter. Dann ist es außerdem irgendwo drüben. Ich glaube hier. So, hast du was? Du hast schon bessere Dinge. So, pass auf. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essbestecke. Das war... ob wir einen Angelhaken mitnehmen? Eher nicht. Erstmal noch nicht. Machen wir vielleicht mal, aber jetzt noch nicht. Wir brauchen auf alle Fälle noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Decken. Und mehr nehmen wir tatsächlich nicht mit. Momentan. Ach ja, und Seil. Seil gerne. Seil braucht man immer. Öl. Braucht man irgendwas um... Ach, Schleifstein. Nehmen wir 2 Schleifsteine mit. Ein Zunderkästchen. Nehmen wir auch mal mit. Hacken. Ich glaube, Hacken bräuchte man auch. Aber erstmal nicht. Ich glaube, Hacken bräuchte man tatsächlich auch. Ja, ein Alchemist-Set noch nicht. Aber das... Schriftrollen. Das brauchen wir über kurz oder lang auch. Versuch's mal mit 10%. Versuch's mal mit 5%. Das hat uns kaum was gebracht. So, jetzt kommt's drauf an. Wie sieht es aus? Nicht gut, ne? Ja, ich bin mir dessen bewusst. So, dann schauen wir, wie wir das jetzt gestalten. Ach, du grüne Neune. Ich sehe schon. Die Bescherung. Ja, ich verstehe. Okay, das mache ich alleine. Wie ist denn das eigentlich überhaupt mit unserem Schleifstein, den wir da rumschleppen? Aha. Können wir das jetzt zum Beispiel so machen? Und so? Ne. Und... Hä? Konnten wir nicht die Waffen... Oder konnten wir das unterwegs machen? Das konnte natürlich auch sein, dass man das unterwegs macht. Das weiß ich nicht mehr. Dass man das bei der Rast macht, seine Waffen schleifen, bin ich mir echt nicht sicher. Es kann auch sein, dass erst bei Sternenschweife, da bin ich mir echt nicht sicher. Wir verkaufen bei Grollo trotzdem noch ein paar Sachen, denn wir sind schwer überladen. Ich sag's nicht gern. So, ihr werdet es nicht glauben. Aber nach geduldigem Hin- und Hergebacker der Rucksäcke habe ich zumindest das so weit geschafft, dass jeder eine Decke hat
und Essbesteck. Am Anfang brauchen wir sowieso nicht viel zu jagen, denn wir haben noch Vorräte ohne Ende. Das wird sich aber im Laufe der Zeit ändern. Insbesondere Wasser wird wahrscheinlich das große Problem werden. Muss mal schauen. Wir sind also bereit. Du hast das Seil, okay. Wir sind im Grunde bereit, auf Reisen zu gehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Es musste tatsächlich was dran glauben. Und zwar ein Schleifstein, ein Witzstein und das Messer von Morgana. Das habe ich tatsächlich jetzt auch rausgehauen. Sei es drum. Der hat jetzt ein Besteck, der hat auch ein Messer dabei. Sei es drum. So, wir gehen jetzt als allerletztes nach. Krollos, sei Dank, dass du was abgekauft hast. Wir gehen jetzt als letztes nochmal in den Zarttempel und werden eine reiche Spende dort abgeben. Und dann machen wir Schluss für heute. Und zwar spenden wir, und ihr werdet es kaum glauben, wir spenden hier, passt auf jetzt, ihr werdet mit den Ohren schlackern. Ach so, nee, wir werden erstmal keine Kräuter mehr. Ihr werdet mit den Ohren schlackern, wir spenden hier 50 Dukaten. Huch, das wären 500. 50 Dukaten, ich habe keine Ahnung. Aber 50 Dukaten, ne, das ist ein Wort. Ja, ich würde mich an deiner Stelle sehr, sehr freundlich bedanken. Bei 50 Dukaten, das ist praktisch unser ganzes Vermögen, das wir von Meister Dramosch erhalten haben. Ich sag ciao, ciao. Was ist denn das hier drüben? Wer schaut? Ist denn ein Dieb? Ist hier drüben ein Dieb oder so? Ich sag ciao, ciao vorerst.